Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, ihr werdet jetzt bestimmt sagen, Alter Thray, du bist fucking spät mit diesem Jahresrückblick 2017. Ich weiß, aber ich habe 11 Tage durchgearbeitet und deswegen kommt das Video leider erst jetzt. Ich bitte euch darum, mir zu verzeihen. Wie soll ich sagen? Ich habe ein Skript gemacht, ja, er redet nicht frei Schnauze, er hat ein Skript, tut mir leid, aber das liegt daran, da dieses Jahr einfach so viel passiert ist und die wichtigsten Punkte habe ich mir einfach rausgeschrieben und die werden wir jetzt Monat für Monat Revue passieren lassen, sprich ich erzähle ein bisschen was dazu und ja, am Ende möchte ich noch gerne ein paar Leute grüßen, zu denen ich froh bin, Kontakt zu haben. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Intro und dann geht's los. Natürlich beginnt das Jahr wie immer mit dem Monat Januar und im Januar war halt einfach eine Skisei gewesen, auf der ich krank war. Ich glaube 3 Stunden oder so auf der Skisei gewesen. Länger habe ich es nicht ausgehalten. Ja, Magen-Darm-Grippe in meinem Beruf ist nicht gerade selten. Aber hey, ich wollte unbedingt dabei sein, ich wollte die Leute unbedingt wiedersehen und ja, deswegen war ich da auf der Skisei. Im Februar war meine erste Ohana, es war die dritte, sprich Ohana 1, Ohana 2 habe ich verpasst. Ja, was habe ich von der Ohana erwartet? Ich habe gedacht, das wäre so ähnlich wie die Shisei, aber es war halt was komplett anderes. Die Leute waren halt, die Helfer waren halt super. Es war einfach genial. Es hat mir viel Spaß gemacht, auf der Ohana zu sein. Danke, dass ich euch kennenlernen durfte oder kennengelernt habe. Grüße gehen raus an euch. Ja, und das war auch, glaube ich, so das Highlight im Februar gewesen. Im März war die dritte Comic-Manga-Convention in Hamburg gewesen. Dort war viel los, ich habe viele Leute kennengelernt. Unter anderem war da auch ein Stand, der T-Shirts verkauft hat, wo ich mir so dachte, so, die sehen mega geil aus. Die sehen wirklich gut aus. Ja, später dann kam es dazu, dass diese Person mich anschrieb und um wen es sich dabei handelt, ist natürlich WhatsApp Johnny. Er hatte mich gefragt, jo, wie ist das? Möchtest du T-Shirts von mir haben und ein kleines Video dazu machen? Ich finde deine Videos mega geil. Ich natürlich so, oh mein Gott. Ja, liebend gerne. Habe ich natürlich mit Freude angenommen. Und Johnny, Grüße gehen raus an dich. Mega cooler Dude, kauf bei ihm mal ruhig ein. Das sind nämlich nicht so aller Welt T-Shirts, wie die, die es im H&M, New Yorker, Mr. Lady und diesen ganzen anderen Läden gibt und es ist halt Top-Qualität zu einem Top-Preis. Kann ich nur sagen und nein, ich bekomme hierfür kein Geld, aber es ist halt einfach so. Im Verlaufe des März war die Leipziger Buchmesse, also wir waren ganz spontan da, Jan und ich. Ich hatte ihn einfach 2 Tage vorher gefragt, so, ja, Jan, was machst du am Samstag? Er hat mir darauf geschrieben, so, ich mach gar nichts. Ich sag, gut, dann bist du um 5 Uhr bei mir. Wir fahren nach Leipzig. Er darauf aber, ich sag, ja gut, bis dann. Er war am Samstag da, wir sind nach Leipzig gefahren. Dort habe ich auch das erste Mal WhatsApp Johnny getroffen. Mega cooler Dude. Super, super korrekt. Ich wuschel hier mit meinen Händen rum. Alter, das ist voll strange irgendwie. Und ich habe da noch einen anderen YouTuber getroffen, der mir im Laufe des Jahres nicht mehr von der Seite gewichen ist, weil er halt ein super Mensch ist. Und zwar Alter, ihr und wir. Er ist so, boah, du bist doch Alter, ihr und wir. Er so, ja, der bin ich. Dann haben wir ein Foto zusammen gemacht und alles. Und war halt mega cool. Aber dazu kommen wir halt später. Im April habe ich mein neues 30-Fakten-Video veröffentlicht. Ich habe so gedacht, so ja, mein 20-Fakten-Video, das ist ja schon irgendwie ein Jahr alt, etwas über ein Jahr alt. Ich mache mal ein neues, ein bisschen besser, ein bisschen mehr Effekt und sowas. Und im April war es dann auch soweit, meine Let's-Player-Phase ist zurückgekehrt. Das Spiel Little Nightmares, wo man sich seinen Kinderängsten stellen muss,
kam raus, ich habe mir die Collector's Edition gekauft und habe dieses Spiel Let's Played und geliebt. Es war ein super, super tolles Spiel. Und das Resümee, was ich bekommen habe auf das Let's Play hin, war auch super. Es war wirklich, wirklich super. Und ich glaube, das war auch so der Zeitpunkt, wo mich eine Person angeschrieben hat, die mich durch den Leipziger Buchmesse-Vlog gefunden hat. Ist auch einer meiner sehr wertgeschätzten Menschies, sagen wir es mal so. Und er ist halt super drauf. Also hier Grüße an dich, Dustin. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich so drauf, dich kennenzulernen. Und dann gibt es erstmal Schläge auf deinen Nacken. Auf deinen Nacken, weißt du ja. Dann kam der Mai. Der Mai war mega geil. Dann kam der Mai. Es war mega geil. Der Japan-Tag stand an. Ich liebe den Japan-Tag. Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren durchgehend auf den Japan-Tag. Immer wieder anders ausgestattet. Mal haben wir im Bahnhof gepennt, mal haben wir auf der Wiese gezeltet, im Hotel, dann wieder im Hotel. Und ich habe mich dort mit Paddy und Matze getroffen. Grüße gehen raus an euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch wirklich. No homo. Ja, ich habe mich wieder mit WhatsApp Johnny getroffen. WhatsApp Johnny hat da so ein kleines Event gestartet. Alte ihr und wir haben uns getroffen. Ich finde so diese Wortspiele mit dem Namen immer richtig klasse. Wir haben uns getroffen, haben das Wochenende zusammen verbracht. War mega nice. Wir haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und so, das war auch so der Zeitpunkt, an dem der Kontakt enger wurde. Also es kam mehr Kontakt zwischen uns. Wir haben halt angefangen. Wow. Und der Japan-Tag war halt auch so dieser Zeitpunkt, an dem Alter ihr und wir und ich immer mehr Kontakt hatten. Ja, wir haben mehr geschrieben und er kam dann irgendwann auch mal auf den Teamspeak bei uns. Im Mai stand dann weiterhin noch die Shisaikon an, wo ich auch wirklich arsch viele Leute kennengelernt habe. Wo ich dann auch das erste Mal ein Resümee bekommen habe auf den Vlog. Digga, ich konnte nicht hin, aber dein Video, das hat mir einfach die Augen geöffnet. Es hat mir gezeigt, als wäre ich auf der Skiseite dabei gewesen. Und das war eigentlich einfach so ein Feedback, wo ich so dachte, Alter, nein, voll schön. Und hier schon mal danke an die fast 1000 Views auf den Shisaikon-Vlog. Ich danke euch, Leute. Ich liebe euch. Ihr seid einfach nur klasse. Im Juni war es dann soweit. Die Magnology stand an. Die Manga Anime Games Convention. Die am Pier von Hamburg war. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall kam der gute Alter, ihr und wir, nach Hamburg. Er wohnt in Berlin. Er kam nach Hamburg. Er sagt so: Digga, Stray, wir müssen was machen. Und das haben wir gemacht. Wir haben viel fucking Spaß gehabt. Es hat mega Spaß gemacht. Dort habe ich auch Chris Taman und Comic Toy Hunter Germany kennengelernt. Zwei super coole Dudes, die mehr Erfolg haben als ich, die viel in der Comic- und Actionfigur- und Sammlerszene machen. Super coole Leute. Super sympathisch. Shoutout und Feedback an euch. Und Grüße gehen raus. Ich finde euch mega klasse zu Marc. AKA Comic Toy Hunter Germany, habe ich auch Privatkontakt und da wird bestimmt auch nochmal was folgen. Also wir haben da schon ein bisschen was geplant für dieses Jahr, aber das war leider 2017 nicht drin. Mega geil, ich mag die beiden Dudes, super krass. Ja, seitdem wurde der Kontakt mit Alter ihr und wir noch mehr, weil er mich halt besucht. Und wir haben sogar, Alter, wir müssen auf mehr Conventions gehen. Ja, und das erste Mal wurde ich dann auch auf der Magnology von nordtreffen.de angesprochen und gefragt, wie wäre das? Würdest du mit uns zusammenarbeiten? Ich sage, wie mit euch zusammenarbeiten? Ja, du filmst ja schon seit geraumer Zeit so auf der Ohana und auf anderen Conventions. Das finden wir mega geil. Wir würden gerne deine Vlogs da zeigen und mit dir kooperieren. Dass du dann halt kostenfrei raufkommst, filmst, ein bisschen Feedback gibst, sowas halt alles. Halt, ja, mega geil. Und in dem Moment dachte ich so, Digga, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das denn wahr?
Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade mal 400 Abonnenten gehabt. Und ich wurde einfach gefragt, so, jo, wollen wir was zusammen starten? Ich war überhyped. Es hat wirklich so Spaß gemacht. Und das war jetzt halt einfach, ja, das erste halbe, also das halbe Jahr von 2017. Und es ist einfach so viel passiert, Leute. Es ist so viel passiert. Ich hab so viel Spaß gehabt. Es, wow. 2017 war an sich einfach so mein Jahr. Ja, 2017 war einfach so mein Jahr. Irgendwie. Dann ging's weiter mit Juli. Im Juli war dann, ja, die NipponCon, wo ein schöner Skandal aufgetaucht ist, denn eine Person, die nicht gefilmt werden wollte, wurde gefilmt, die aber so rumlief, ne? Sie lief so rum, hat mich nicht mal angeschrieben, hat das Video einfach gemeldet und ich dachte mir einfach so, fick dich, Mädel! Der Vlog! Alter! Da steckt so viel Herzblut drin! Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich. Aber es hat sich alles geklärt. Ich habe diese Person verpixelt im Nachhinein. Und ich muss hier sagen, wenn sowas sein sollte, schreibt mich an, schreibt mir die Minute und sagt so, Digga, ich will nicht kenntlich sein. Dann sage ich, gut, machen wir. Ist ja kein Ding, das ist kein großer Akt. Es ist einfach zu machen. Und war eine Arbeit von 2 Minuten oder sowas. Und schiebt da nicht so eine Welle von wegen so, Digga, ich melde dein Video. Shoutout hier, 1000 Views auf den NipponCon-Vlog. Ich danke euch vielmals. Vielen Dank für die Unterstützung, ihr seid die besten Leute. Dann war der August, Leute. Im August war die Gamescom und ich war nicht da. Aber es hat was noch Geileres stattgefunden. Und zwar im August war die erste Ohana, auf der ich mit nordtreffen.de zusammengearbeitet habe. Das sind die, die mich auf der Mangology angesprochen haben und... Es war mega nice. Super drauf, die Leute. Einfach genial. Und ich würde sagen, ja, es war mega geil. Grüße an euch, an alle Helfer, an alle Dudes, an alle Helfer, die auf der Kiai, auf der Hachu und so weiter sind. Die stehen nämlich alle... Ja! Okay. Nochmal. Grüße an alle auf der Hachu, auf der Kiai, Ohana, alle Helfer, alle sonst was. Denn das gehört alles zu nordtreffen.de. Ja. Ihr seid einfach die geilsten Leute. Ihr seid die mit Abstand geilsten Leute ever. Vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich auf die nächste Ohana im Februar. Im August fand außerdem die Gründung des Brodegium-Kanals statt, der Co-op Let's Play-Kanal von Alistair, Dan, Shifty und mir, Sray. Im September kam dann das erste Let's Play raus, das Together, mit Alistair und mir. Der hat mich nämlich im August besucht. Er ist extra aus der Schweiz nach Deutschland gekommen und wir hatten mega viel Fun. Es war mega witzig. Gönnt euch auf jeden Fall mal das Projekt und wir wollen auch sehen, dass demnächst wieder mehr auf den Prolegium-Kanal kommt. Es gab bis jetzt erst ein Projekt dafür, dass anfangs täglich Videos kommen sollten. Aber es gab halt immer Komplikationen, die dazu geführt hatten. Und ja, wie eben schon erwähnt, kam im September ja das erste Let's Play raus auf dem Kollegium-Kanal. Aber das war nicht das einzige, denn im September war die 66. Shisei gewesen. Dort habe ich den guten YouTuber Hey Sanji kennengelernt. Hey Sanji, wie geht's dir? Grüße an dich. Du bist ein sehr guter Bro geworden. Er hat mich einfach mal so angeschrieben, so Digga, Stray, bist du eigentlich auf der Shisei? Ich sag so, ja, ich würde dich gerne mal treffen. Und das war einfach so, Liebe auf den ersten Blick, Mann. Der Kerl ist so cool. Wir haben so viel Spaß gehabt. Auf der 67. Shisei haben wir einfach das Supertalent gesucht. Digga! Das war mega nice. Also wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Wir haben auch noch ein paar andere coole Sachen vor. Und ja, dazu will ich aber jetzt nicht mehr sagen. Dann war der Oktober, wo halt verdammt viel los war. Und mit verdammt viel meine ich verdammt viel. Projekt 27 ist gestartet. Ich habe einfach gefragt, so, Digga, wer ein Video machen will mit der Zahl 27, macht das einfach, weil ich bin 27 geworden. Und das Projekt kam ja auch bei euch mega gut an. Ich will das auf jeden Fall mit dem Projekt 28 dieses Jahr nochmal machen, weil es war halt mega cool.
Alter I und wir hatte mir auch was geschickt, mehr oder weniger. Er hat gefragt, so, ja, ich habe es ja anscheinend nicht reingeschafft. Ich sag so, Digga, wie, du hast es nicht reingeschafft? Ja, ich habe dir auch was gesendet. Ich guck in WhatsApp. Nein. Er guckt in WhatsApp. Nachricht konnte nicht versendet werden. Ja. Alter I und wir, mein Guter. Ich hoffe, bei 28 sendest du mir es diesmal. Auf jeden Fall, hab dich lieb, Bro. Hab dich lieb, Manu, Bro. Und ja. Außerdem habe ich an meinem Geburtstag mein Kleingewerbe angemeldet als Webvideoproduzent auf YouTube und im Webverkauf. Ja, sprich, ich verdiene jetzt mit dem Kram, den ich hier auf YouTube mache, Geld. Das wisst ihr aber schon ein bisschen länger, weil... Alter, Oktober, wann? Mega nice, auf jeden Fall unterstützt mich bitte weiter. Im Oktober kam außerdem South Park die rektakuläre Zerreißprobe raus, was ich auch Let's Played hatte, in 51 Parts abgeschlossen, DLCs folgen natürlich. Und ich habe gutes Resümee gekriegt, super Feedback, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu Let's Playen. Und ja, ich werde auch bald Livestreams machen, sobald ich meinen neuen Rechner habe. Ganz einfach. Danke an dieser Stelle an alle, die das Let's Play verfolgt hatten. Im Oktober war außerdem die Nikon in Hannover gewesen. Ich war alle 3 Tage auf der Nikon, hab Paddy getroffen. Oh, Paddy, mein Bruder, du bist der Coolste. Paddy ist älter als ich, muss man dazu sagen. Viel älter. Ich glaube, viel älter. Ich glaube, es war nur 3-4 Jahre oder so, aber hey, Paddy ist einer der coolsten Leute. Wir sehen uns nicht oft, Japan-Tag, Nikon, es war 2-mal im Jahr. Und natürlich die 67. Shisei war ja auch da, muss man sagen. Ist auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich auch schon, dich wieder zu treffen. Dieses Jahr auf dem Japan-Tag, auf der Nikon, auf der Animagic vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wo ich bin und wo du bist, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Aber ja, wie das Leben auch immer gute Seiten hat, so hat das Leben leider auch oftmals schlechte Seiten. Bei mir war es halt ab November 2017. Mein Hund ist verstorben Anfang November und ab da hatte ich so eine kleine, wie sollen wir sagen, Downphase. Ich hatte keine Lust mehr, Videos zu machen. Ich hatte keine Lust mehr wirklich aufs Zocken. Es war halt einfach nur noch, du musst funktionieren, weil Arbeit ist. Und ja, das war so mein November. Die Shisei konnte mich halt ablenken. Dafür danke ich dir nochmal, Manu. Dafür danke ich dir, Paddy. Dafür danke ich dir, ja, euch allen anderen, die ihr für mich da wart. Ganz ehrlich. Ja, das war mein November. Und im Dezember habe ich mir meine neue Kamera gekauft. Ich muss ganz schnell das Thema wechseln. Mein Hals wird nämlich trocken davon, wenn ich darüber rede. Ja, wie ich gesagt habe, im Dezember habe ich mir meine Kamera gekauft. Die Kamera, mit der ich das Video hier gerade aufnehme. Ich hoffe, die Qualität ist ausreichend für das Video. Und ich hoffe, die Tonqualität von meinem neuen Mikro für die Kamera ist auch sehr schön. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse passen. Ja, es war halt Weihnachten. Es kam auch nicht wirklich viel, weil die Depression immer noch anhielt. Ich war nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Ich musste halt funktionieren für meinen Hauptberuf. Ja, es ist halt einfach so. Ich konnte nicht mal noch ein paar, also von einer guten Freundin, eine Freundin treffen, die gute Freundin besucht hat. Ich möchte den Namen hier jetzt nicht extra sagen. Aber es ging halt nicht, weil ich arbeiten musste. Tut mir leid. Und ja, Weihnachten habe ich mit der Familie verbracht. Ich liebe euch. Und Silvester habe ich mit Nerdy Bene und seinen Dudes verbracht. Ich liebe euch. Und dann war auch schon 2018. Und ja, das ist so mein Jahr 2017 gewesen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe es auch nicht so runtergestottert. So Leute, das Jahr war halt ziemlich krass gewesen. Ich sag ja, das Jahr war ein hammergeiles Jahr. Und jetzt möchte ich nochmal ein paar Leute grüßen, namentlich, ich weiß, ich werde definitiv irgendwem vergessen und die Person wird sich beschweren. Aber hey, dann ist das so, Leute. Ihr wisst, dass ich euch trotzdem gern hab und ja, es ist halt einfach so. Ja,
Dann fangen wir mal an. Bevor ich das Prolegium grüße, oh mein Gott, wer hätte gedacht, ich werde das Prolegium grüßen, grüße ich erstmal meine Familie, sprich meine Eltern, meine Schwestern und meine Nichten, meine Neffen. Danke, dass ihr immer für mich da seid. Ich liebe euch, Digga. Ich hab euch wirklich gern. Ihr seid mir das Wichtigste auf der Welt. Dann grüße ich das Prolegium, Alistair, Dan und Shifty. Vielen lieben Dank, dass ihr immer für mich da seid. Immer wenn ich irgendwem zum Quatschen brauche. Ihr seid halt einfach... Ja, ihr seid das Wichtigste in meinem Leben. Ihr seid meine Familie 2.0. Wer hätte das gedacht? Dann meine Main Bros. Flo, Paddy, Olli, Lücke, Hanni, Conny, Jan, Corvus. Ich rate das gerade so runter. Dustin und Ellen natürlich auch. Dich darf ich nicht vergessen. Ihr seid einfach... Wenn, egal was ich habe, ihr seid immer für mich da. Ich kann mit euch über alles reden. Ihr seid wirklich immer für mich da. Ihr habt immer zwei offene Ohren für mich. Nicht nur eins, sondern zwei Dinge. Ihr seid wirklich toll. Ich liebe euch hier an dieser Stelle und auch an anderen Stellen. Ja, dann gibt's noch Hey Sanji, Alter, ihr und wir. Comic Toy Hunter, Armin von Bitgame, Ayoko und mein Zeichner Shaman Sonic. Auch danke an euch. Ihr seid super. Ja, Alter, ihr wird sich jetzt beschweren. So, Digga, du kannst mit mir auch immer reden. Ich weiß. Ich kann auch mit Hey Sanji immer reden und mit Armin. Ihr seid halt einfach cool. Ihr seid coole YouTuber. Ich möchte mehr Kooperation mit euch machen und sowas. Und mein Zeichner, Grüße gehen raus an dich. Danke für die Motive, für die Logos und für alles, was du noch für mich machen wirst. Außerdem gibt es natürlich noch andere Leute, die ich grüßen möchte. Dazu zählen Nico und Larissa und halt Nikos Schwester, weil... Man hat viel Spaß auf den Conventions. Steven, aka meine Ente. Monia, das ist der Erfinder der Gurken-Cola auf der Ohana. Dustin, Leni, Maddie, Apple One Noob, Kenny, Nerdy Bene, Neko, Sodaro und Felix und Adam und Ronja und... Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, das waren soweit alle, die ich namentlich grüßen möchte. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Falls ja, bitte ich mir das verzeihen. Ich habe euch alle dennoch sehr, sehr doll lieb. Und ich freue mich auf ein geiles Jahr 2018 mit euch. Ich hoffe, der Jahresrückblick hat euch soweit gefallen. Falls ja, schreibt mir das in die Kommentare. Falls nein, schreibt mir das auch in die Kommentare. Falls ihr was anzumerken habt, schreibt mir das auch in die Kommentare. Schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare. Teilt das Video mit euren Freunden. Denkt dran, LTHB, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und viel Spaß. Bis dahin und tschüss. Thank you.